Herzlich willkommen hier in der Kirche St. Korbinian im Münchner Stadtteil Sendling. Mein Name ist Markus Lutz. Ich bin Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Korbinian und Pfarrverbandsratsvorsitzender im Pfarrverband Sendling. In unserem Erzbistum ist es die einzige Kirche, die auf den heiligen Korbinian geweiht wurde, hier im Stadtgebiet München. Für uns im Erzbistum ist er natürlich der Gründer unseres Erzbistums sozusagen, wurde durch Gottes Willen nach Freising sozusagen gelotst und gelenkt. Und darum natürlich ist er unser Patron hier im Erzbistum. Wir freuen uns, dass wir natürlich diese Kirche, die nach ihm natürlich benannt ist, hier bei uns in Sendling haben. Das Deckengemälde mit den Wundern und dem Weg von Korbinian wurde von Richard Holzner gemalt im Jahre 1951. Als man auch hier sozusagen auch die Wände auch angemalt hat, weiß gestrichen hat damals und die Kirche innen eingerichtet hat. Und die Gemeinde war am Anfang noch unentschieden, ob sie dieses Deckengemälde will. Der Pfarrer damals hat sich stark dafür eingesetzt und geschaut, dass sie eben mitmachen, das auch mitfinanzieren und hat dann am Schluss die Gemeinde überzeugt. Und jetzt sind wir froh, dass wir dieses größte Deckengemälde haben. Es ist ja die komplette Geschichte auf dem Deckengemälde zu sehen, verschiedene Lebensstationen von Korbinian. Wir haben zum Beispiel die Stephanuskirche mit drauf, die hell erleuchtet ist, an der er gewirkt hat und auch Zeichen gesetzt hat. Und auf der anderen Seite der Kirche sehen wir wiederum dann St. Korbinian in seiner heutigen Form. Also da wird zur heutigen Zeit sozusagen die Brücke geschlagen. Die zwei Türme waren umstritten in der Anfangszeit. Als die Kirche gebaut, also geplant wurde in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahren, hat man überlegt, gar keine Türme zum Beispiel zu bauen. Das war eine der Optionen. Auch hier hat man gesagt, okay, man investiert dann doch das Geld und baut die Türme mit auf. Also es hätte auch eine Kirche ohne Türme oder mit wesentlich niedrigeren Türmen werden können. Und das Besondere ist, dass wir bei den Kirchen, also in einem Turm, im Nordturm haben wir eine einzige Glocke nur drin, die große Korbiniansglocke, die 1959 gegossen wurde, aber mit einer der schwersten Glocken hier im Erzbistum ist, mit weit über 6 Tonnen. Im Südturm haben wir dann die kleineren Glocken, die meistens auch geläutet werden. Diese große Kirche hat eigentlich lange durchgehalten im Zweiten Weltkrieg. Dann gab es im Juni 1944 die starken Bomberangriffe auch auf die ganze Landeshauptstadt. Der Wiederaufbau wurde Ende der 40er Jahre schon begonnen, sodass man 1951 die Kirche eigentlich wieder einweihen konnte. Es gab natürlich noch weitere Restarbeiten. Aber ab 1951 konnte die Kirche wieder entsprechend genutzt werden. Die Orgel, die wir hinter mir sehen in St. Korbinian, ist die Orgel von 1985, die damals Wilhelm Stöberl gebaut hat mit seiner Firma, nachdem man über Jahre nur ein kleineres Modell dieser Orgel hatte und man gesagt hat, okay, wir brauchen auch hier, in der Zwischensanierung war das damals, wieder eine ordentliche Orgel. Hier in St. Korbinian ist die Akustik sehr gut. Also Musikerinnen und Musiker, die hierher kommen mit großen Chören oder mit auch kleinen Orchestern, sind immer ganz begeistert von der Akustik hier. Deswegen haben hier auch schon einige Konzerte stattgefunden, auch während der Corona-Zeit zum Beispiel, um diese Kirche auch anderweitig zu nutzen. Denn es ist auch wichtig, dass diese großen Kirchen neben den Gottesdiensten ja ihren Raum auch anderweitig entfalten. Das ist uns auch als Pfarrgemeinde sehr wichtig. Und darum sind wir froh, dass hier auch Konzerte stattfinden können. Oder auch, dazu eignet sich diese Kirche auch sehr gut, große Kunstaktionen. Musik.